Da bin ich jetzt echt, echt traurig drüber. Okay, wieder einen neuen Char. So, Hardcorer natürlich. Soll ich sie Hardcorer nennen? Hardcorer. Accept. Hardcorer ist natürlich unser Favorite Char. Und ja, Boston wird gelöscht. Neu. Klein. Normal. Boston. Oh, Leute. Oh, Echse. Terrorisiert wieder den Chat, Leute. Aber ich habe noch eine andere Aufgabe für euch. Ihr dürft wetten, Leute. Ihr dürft wetten. Ausrufezeichen Bett. Leerzeichen. Die 1 für Fallschaden. Die 2 für einen normalen Gegner. 3 für einen Boss, 4 für Lava, 5 für Ertrinken, 6 für Falle, 7 für gar nicht. Wie wird Grants ab jetzt in diesem Stream sterben? Ihr habt die Wahl, Leute. Oh Mann, ey. Ja, und jetzt Boston ist so eine hässliche Dingenswelt, ne? Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. So eine, wie heißt die? Diese Crimson. Ich hasse Crimson, Leute. Ich werde auf jeden Fall richtig schnell sterben. Oh, Darky will sich nicht mit der Hexe anlegen. Und deswegen überlässt er ihr das magische Pendel. Tja, Darky. Was willst du auch mit dem magischen Pendel, Darky? Keine Ahnung. Crimson. Ihr liebt die Crimson. Ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich die Crimson sehe. Oh Mann. Es hat noch keiner auf eine Falle getippt, Leute. So, ich gebe euch Zeit bis 5 nach 10. Dann wird die Wette geschlossen. Echt, ihr findet die Crimson geil. Ich hasse halt das Gehirn, ne? Ich hasse das Gehirn. Ich bin richtig schlecht gegen das Gehirn. Also, wenn ihr auf einen Bossgegner tippt, habt ihr gute Chancen. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wer gerne wetten will, sollte es jetzt tun. Ihr habt noch ungefähr 5 Minuten Zeit, bevor die Wetten alle geschlossen werden. Also, hey, hey, hey. Also, rein in den Chat und Wetten platzieren. Los, komm schon. Wer ist das hier? Bradley. Ey, guck mal, das ist Bradley. Nicht Brandon. Fast hier hätte er Brandon als Namen bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich bei der Coins-Erklärung Bostaler so komisch mit großem T geschrieben habe. Naja, ich weiß nicht, mit der Crimson, also wäre halt irgendwie geil, wenn es einfach beides in einer Welt gäbe, oder? Ich finde das so stumpf, dass man halt manchmal in zwei Welten haben muss, um alle Sachen zu kriegen. Lass uns erstmal ein bisschen erkunden, bevor wir jetzt so mega viel... So, loot all, danke. Bevor wir jetzt so mega viel hier rumrennen. Oh, noch keine Fackeln am Start. Ja, noch kein Slime getötet, ey. Like a noob, Grants. Da komme ich auch nicht hoch. Habe ich Seile? Jo. Seile hat man merkwürdigerweise immer. Die wachsen echt überall, habe ich das Gefühl. So, Seeds. Seeds. Aber keine Fackel, ehrlich jetzt. Okay, dann lass uns mal eben hier den Dingens da vorne killen. So, was hat der Tacho? Ein bisschen Zeit ist noch, Leute. Ihr könnt gerne noch eure Wetten platzieren. Das Ding haut aber gut rein. Ist gar nicht mal so schwach. So, okay, wir gucken hier unten. Geil, dafür bin ich jetzt hierher gekommen. It's a trap. Oha, was ist da wieder los? Psychotic 90 wurde erstmal in Rausch gesetzt.
Boah, ist das nice. Er haut echt gut rein, das Ding. So, ich spring mal hier runter. Das wird nicht für meinen Tod sorgen. Jetzt habe ich gleich schon meine Fackeln alle weggesetzt. Ist nicht wahr. Ein Lesser Healing Potion. Hier ist ein bisschen Zinn. Ich hab eigentlich, warte mal, ich hab eine geile Idee, was ich mache. Ich hab eine gute Idee, Leute. Oh Mann, Grants hat mal eine gute Idee. Ich werde jetzt eine andere Taktik verfolgen. So, 4 Minuten nach, Leute. Die Wetten werden gleich geschlossen von mir. Hab ich noch mehr? Ja. Die Wetten werden gleich geschlossen. Wer jetzt noch nicht gewettet hat, aber noch wetten möchte, sollte das schleunigst tun. Und da ich hier gerade so im Untergrund rumrenne, kann es natürlich auch sein, dass ich auf eine Boulder Trap trete oder in eine TNT-Falle. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so eine Explosion. Oh, guck mal da unten. Ist das Silber oder Eisen? So eine Explosion überlebt man natürlich nicht, das ist klar. Fackeln, sehr schön. Sehr schön. Boah, das ist eine dicke Eisen. Das ist eine dicke Dingensader hier. Silber. Ja, leck mir die Füße ab. Wenn das nicht eine Silberrüstung wert ist, ey. Nee, leider. Für eine Silberrüstung braucht man echt viel. Aber da unten noch direkt eine Eisenader. Das wäre schon mal richtig nice. So, okay, Sekunde. Ich muss jetzt... Stopp, stopp, stopp. Schnell mal eben wieder Autopause on, weil ich bin hier unten im Dingens. Bad close. So, alle Leute, die jetzt gewettet haben, 30% sagen diesmal Fallschaden, 42% sagen, ich werde an einem normalen Gegner sterben, nur knappe 4% sagen, ich werde an einem Boss sterben. Da sind wir mal gespannt. Und ich schaue mal eben hier. So. Einmal hier, meine ganzen Sachen habe ich wieder ein bisschen verplant hier aufgeschrieben. So, okay. Die ganzen Overlays wieder sortieren. Das ist immer das Schlimmste. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt hierhin. Und jetzt habe ich alles, ne? Ja, läuft. Autopause off. Und weiter geht's, meine Lieben. Eater of Worlds verreckst du, weil du schon vorher an Minifehlern stirbst. Das Problem, Eater of Worlds wird es in dieser Welt ja gar nicht geben. Hier muss ich ja gegen Brain of Cthulhu ran. Und das Brain of Cthulhu ist sowieso... Das ist mein Erzfeind. Gegen Brain of Cthulhu bin ich schlecht einfach, muss ich zugeben. Gegen das Brain habe ich keine Chance meistens. So, wo geht's jetzt hier unten lang? Gar nicht. Das ist doch doof. Wieso geht das da nicht weiter? Oh, 0,2% haben darauf gesetzt, dass ich gar nicht sterbe. Vielen Dank, wer auch immer das war. Dass hier jemand sogar glaubt, dass ich gar nicht mehr sterben werde. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass jemand noch an mir, an meinen Qualitäten als Terraria-Spieler glaubt. Gold. Nehmen wir mit, oder? Würde ich mal sagen. Wenn das hier schon einfach so rumliegt, wäre ja Verschwendung, wenn wir das nicht mitnehmen. Aber ich muss auch ein bisschen Stein mitnehmen, damit wir einen Ofen bauen können nachher.
Da kommt einer. Shit. Ah, ist nur so ein ganz kleiner. Die nerven halt einfach nur. Die triffst du so mega schwer. Slime verziehe ich. Wenn ich am Slime sterbe, bekommt ihr alle 50 Boss-Taler von mir, ey. Also an so einem normalen Slime. So, hier geht's schon wieder raus. Boah. Wollte mich eigentlich ein bisschen umschauen. Alter. Der Penner, ey. Huah! So, hoch mit uns. Fünf Minuten findet er das Hufeisen und dann haben alle verkackt, die auf falsche angetippt haben. Das wäre echt nice. Ist das da unter Stein oder eine dicke Eisenader? Alter, so nah an der Oberfläche nochmal Eisen, das ist cool. Oha, Exe hat eine Fiole gefüllt mit Schlangengift auf Kevin geworfen. Das ist heftig. Aber er konnte sich im letzten Moment umdrehen. Und hat nur einen Boss-Taler verloren. Okay, die Jacke, die er anhatte, war scheinbar nicht ganz so wertvoll. Die Reinigung war auf jeden Fall richtig günstig. Schwein gehabt, Kevin. Und Exe muss mal ein bisschen zielen üben, glaube ich. Exe wirft wie eine Frau. Ja, nichts Verwerfliches, wenn sie eine Frau ist. So, hier ist wieder richtig dunkel. Das hier ist auch so mega strange, ne? Boah, geht's hier tief, ey. Oh, Spinnenweben. Ich hab eine Idee. Ih, da unten ist so eine Libelle. Oh Gott, warte, das schaffe ich nicht. So, da gehe ich nicht lang. Gegen so eine Libelle kämpfe ich garantiert nicht. Könnt mich mal am Arsch lenken. Boah, Sniper. Die Skills sind real. Wo ist der? Da ganz unten, okay. So, okay. Ist komisch, ne, mit dem Hintergrund. Guck mal, das ist irgendwie voll der Grafikbug. Puh, komme ich nicht raus, okay. So, geht doch. Geh auf eine fliegende Insel und lass dich fallen. Steffi, wenn ich auf eine fliegende Insel bin und das Hufeisen finde, ne? Sind 100 Boss-Taler weg, würde ich mal sagen, ne? Oh, hier Kaktus. Ich finde Häuser, also so eine Kakteenhäuser auch immer irgendwie cool. Die haben irgendwie was. Eure Meinung zu Kakteenhäusern bitte in den Chat. Oh nein. Oh, geil. Nee, ich muss hier weg. Viel zu wenig Schaden mache ich. Boah, geil, ein Heiltrank gesoffen, ist doch nicht wahr. Hey, warte mal, ein Rabe? Ist ein Rabe böse? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Boah.
Komm! Wehe! Okay, Raben sind böse. Das wäre damit schon mal bewiesen. Boah, viel zu viele. Komm, komm, komm. Und I'm out of here. So, die haben wir abgehängt, ey. Und schau mal, da unten wäre sogar eine miese Sackgasse wahrscheinlich gewesen. Wer weiß, ob wir da jemals wieder lebend rausgekommen wären, ey. Hey, hey, hey! Spastis. Nein, wieso springen die? Okay. Haha! Habe ich eigentlich einen Recall Potion? Jo. Hey, hey, hey! Was wollen die von mir? Ich komme mir mit diesem Blasrohr hier irgendwie echt komisch vor. Oh, nicht runterspringen! Oh! Nein! Haha, die Assis! Okay. Seeds. Da ist wieder eine Sternschnuppe. Das ist nicht wahr, ey. Die machen so viel Schaden an mir und ich mach gar nichts. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe, bevor ich mich hier mit den Boys anlege. Schaffe ich das noch? Nee, schaffe ich nicht, oder? Komm schon. Oh, scheiße. Da oben muss ich hin. Rennen wir durch die Wüste. Ah, der Mond ist jetzt auch gerade erst jetzt im Zenit, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagt, beim Mond, keine Ahnung. Da unten ist ein Haus. Da ist eine Truhe. Ach, fuck, ne? Okay, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Wenn es wieder ein bisschen heller ist. Da unten brauche ich nicht rein. Sternschnuppe und Zinn nehme ich auch mal mit. Wir haben bisher immer Zinn gehabt, glaube ich, ne? Wir hatten noch gar keinen Kupfer. So. Die fliegenden Dinger sind noch schlimmer. Zwei auch noch davon. Puh. Mushroom. Da ist eine Sackgasse, ne? Scheiße, hier aber auch. Scheiße. Oh, was mache ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Ich kann es nicht fassen, dass ich mich hier verstecken muss, ey. Ich habe eigentlich so eine gute Idee gehabt, ne? Oh, Exe hat sich erstmal was zu futtern gemacht. Guten Exe. Guten.
So, wir machen mal. What? Was ist das für eine Truhe? Mit einem normalen Boomerang? Aber, hä? So eine Truhe, die einfach. Okay, mega strange. So, der Boomerang. Oh, der ist so lahmarschig. Der ist echt scheiße. Kann die Nacht mal aufhören? Kann doch nicht wahr sein. Will doch hier nur in Ruhe farmen. Wie ein unbescholtener Bürger das eben so tut. Da vorne ist wieder eine schöne Silberader, glaube ich. Eisen, schade. Silber hätte ich auch genommen. Ich glaube, jetzt komme ich. Doch, ich komme genau hoch. Dirt. So. So, Licht kann nie schaden. So kommen wir auch wieder raus. Sehr gut. Und hier ist wieder das nächste Eisen. So muss es sein. Vielleicht können wir uns dann zumindest bald eine Eisen-Dingens bauen. Ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert wäre auf jeden Fall richtig nice. Wäre schon mal ein schöner Anfang. Fabiosch, moin moin. Neuer Follower, der gute Fabiosch. So, und jetzt wird's gerade Tag. Die Chance nutze ich, um... Ah ja, geil, ich habe das Item, womit ich gleiten kann. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten, Leute. Ich schon. Aber nur an der Wand. Jetzt werde ich mir zumindest mal anschauen, was da in der Wüste zu holen ist. Und dann würde ich gerne ein bisschen weiter... das Gebiet erkundschaften. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ah, das ist leer. Voll erschrocken. Kommen. Okay. Wow, wow, wow. Mach mal hier Licht hin. Extractinator. So, Extractinator können wir auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und hier. Climb Claws schon wieder, kann ich nicht mehr, kann ich nur einmal anziehen. Oh, 12-mal Gold. Ach ne, hatten wir gefunden gehabt. Melee Speed, okay, geil, danke. So, hier oben sind auch noch ein paar Dinger. Komm. Ey!
So, geht doch. Okay, nicht schlecht. Was, schon wieder keine Fackeln mehr? Wieso habe ich immer so wenig Fackeln, Leute? Was bin ich für ein Harzer, ey? Oh, und ein Amboss. Amboss und Workbench. Das ist nice. So, und keine Fackeln haben ist richtig uncool. Keine Fackeln haben ist richtig uncool. So, hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Okay, gehen wir nach hier oben. Und so ein Sand-Ding hier würde ich gerne killen, weil ich hoffe, dass die auch Slime geben. Aber ich glaube, jeder Slime gibt Slime, oder? Gel heißt es ja. Jo, da haben wir Gel. Das sind dann schon mal 4 Fackeln. I'm a rich bitch. Oh, ja, oh, geil. Hardcore ist richtig hart, ey. Die lassen wir noch wachsen hier. So, den Baum hatten wir in der letzten Nacht gefällt und dann mussten wir gehen. Nicht fliehen, wir sind gegangen, weil wir keine Lust mehr hatten. Die anderen lassen wir noch wachsen. Die sehen auch so klein aus. So kleine, unschuldige Pflanzen will ich da natürlich nicht abfarmen. So, wo geht's denn hier hin? Sind wir auch noch nicht drin gewesen, wa? Also, wir wollen ja hier nirgends runterfallen. Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass einige das ganz gerne hätten, dass wir hier irgendwo runterfallen. Aber so nicht, Freundchen! So nicht. Okay, geil, ey. Wir finden immer die geilsten Höhlen. Ist unglaublich, wie gute Höhlensysteme wir hier schon erforscht haben heute. Ja, okay, komm. Scheiß auf den, ey. So, und hoch. Da ist wieder Zinn. Oh, die fetzen immer alle so weg direkt. Fünf? Komm, das war ein riesen Pumpkin. Da muss auch mal mehr drin sein. Lehm. Oh, Dschungel. Okay, hier sollte ich aufpassen. 9. Ja, ist ein bisschen stärker, macht ein bisschen weniger Knockback, ist aber nicht so wild. Seile. So, ich muss aufpassen. Hier sollte ich nicht allzu tief runtergehen. Nicht, dass ich auf einmal im Underground-Jungle bin. Dann blutet mir aber richtig der Arsch. Und schon wieder das nicht wahr. Was ist mit meinem Fackelhaushalt? Okay, schon mal nicht schlecht. So. Oh nein! Oh Gott! Ey, ich hab Granaten geworfen, ey. Ich hab's fast nicht gemerkt. Boah, wenn ich jetzt an der Granate gestorben wäre, auf was wäre das denn jetzt gegangen? Dummheit gibt's ja nicht. Dummheit haben wir nicht gewählt. Ein Speer, sehr schön. Oh ja, mit mehr Schaden, geil. Okay, Speere sind immer gut. Mit dem Speer fühle ich mich immer einigermaßen sicher. Weil der halt so einen schönen Knockback auch hat. Also, wir können ein bisschen Lampen platzieren. Okay, wir haben dicke Lampen bekommen eben scheinbar. Da ist die nächste Truhe. In der Truhe noch einmal so ein Blowpipe, okay? Schade. Wow, oh, fuck you! Ah. Dalukart macht auch YouTube, donatet 5 Euro und schreibt Danke. Alles klar, erstmal danke Dalu für deine Donation. Kein Ding für die Werbung, die ich hier mache. Schaut doch mal bei Dalukart vorbei, Leute. Macht ziemlich coole Videos. Ab und an lasse ich mich auch mal dazu herab und mach was mit ihm. Ich helfe halt gern größeren YouTubern. Vielen Dank, Dalu, für deine Donation. Ich habe heute leider kein Overlay, weil irgendwie hat das heute alles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich wollte eigentlich heute ein Horror-Game machen und irgendwie kackt das die ganze Zeit ab und... Ah, es ist zum Mäusemelken. Und mein Donation-Sound klappt auch nicht richtig, ey. Oktoberfest. Wo ist das Oktoberfest, Leute?
Aber vielen Dank, mein Guter. Und keine Sorge, ich weiß schon, was er mit Danke meint, Leute. Schaut einfach wirklich mal bei Dalu-Kart vorbei morgen. Morgen bringt Dalu eins seiner besten Videos, die er bisher gebracht hat. True Story. Du hast kein Overlay, dann gib mir das Geld wieder. Morgen kommt bei Dalu auf dem Kanal eins seiner besten Videos. Es ist unglaublich, wie gut er das einfach. Wow. Einfach nur wow. Holly! Grüß dich, Mann. Gar nicht gesehen, dass du auch hier bist. So. Okay, hier unten. Ich halte mir immer hier so ein Hintertürchen offen, Leute, ey, weil wenn wir sterben, wäre echt. Aber nicht Fallschaden, das gönne ich euch nicht. Den ganzen Leuten, die schon wieder auf Fallschaden gesetzt haben. Grants ist um.